Lasst euch bloß nicht von der Ruckel-Zuckel-Optik oder dem grobschlächtigen Helden ablenken. Das Highlight kommt erst noch. Ja, da war's. Falls ihr nicht erkannt haben solltet, was hier geschehen ist, ich spiele die äußerst liebevolle Lizenzverwurstung Beast Wars Transformers und habe mich soeben transformiert. Sieht toll aus, nicht wahr? Und es kommt noch besser. In Beast-Gestalt sind die Transformers absolut wehrunfähig. Und während der Verwandlung bin ich auch noch gegnerischen Angriffen schutzlos ausgeliefert. Als Beast kann ich wenigstens noch ausweichen, wenn ich schon nicht zubeißen darf. Was für ein Schwachsinn! Warum ich mich dann überhaupt transformieren sollte? Die Story verlangt, dass die Riesenroboter kontinuierlich Energie verlieren, in Tiergestalt lädt sie sich aber wieder auf. Aha, so ein Schwachsinn! Meist werden Gegner automatisch anvisiert, da das aber selten zufriedenstellend funktioniert, kann man mit gedrückter Schultertaste und dem Steuerkreuz rauf und runter schauen, was ebenso wenig zufriedenstellend klappt. Ich war ja nie Fan der Multifunktionsroboter und kenne nur den Michael Bay-Film, aber wenn die damals in den 80ern wirklich so albern ausgesehen haben wie der Geselle hier im Bild, der wirkt, als habe man ihm beide Arme ausgerissen, dann frage ich mich schon, woher die riesige Fangemeinde der Transformers rührt. Da freut es mich fast, dass die Kamera teilweise dermaßen verrückt spielt, sodass ich mir diesen abartig hässlichen Müll nicht länger ansehen muss. Aber folgende Szene muss man eigentlich schon gesehen haben. Rhinox hopst als Nashorn reichlich unbeholfen herum und weiß nicht so recht, wo es lang geht. Na, dann haben wir wenigstens etwas gemeinsam, denn was das jeweilige Missionsziel sein soll, hat sich mir irgendwie nie so recht erschlossen. Und vielleicht ist ja tatsächlich die 2007er Verfilmung schuld daran, dass ich Scorponok hier im Bild nicht so recht ernst nehmen kann. Irgendwie war der im Film deutlich bedrohlicher. Auch wenn Beast Wars nur ein Ableger der Transformers ist, so werde ich durch diesen lieblosen Schrott erst recht nicht zum Fan. Pfui! Pax Corpus aus der französischen Schundschmiede Creo sorgte in der Redaktion schon beim Ladebildschirm für einige Lacher, aber gleich kommt der absolute Knaller. Was als Tomb Raider im Weltall vermarktet wurde, spottet jeder Beschreibung. Seht's euch einfach an. Allein die Verzögerung zwischen dem Drücken der Feuertaste und dem tatsächlichen Schuss dauert eine Ewigkeit. Euer Charakter weist am Rücken übrigens eine Naht auf, durch die der Oberkörper drehbar auf der Hüfte sitzt. Die Kamera ist abartig träge, ebenso wie der restliche Spielablauf. Die Steuerung befindet sich an der Grenze zur Unspielbarkeit und die Ladezeiten, naja, ich habe hier mal satte 40 Sekunden rausgeschnitten. Bei dieser Dame dachte ich, sie sei harmlos, da sie keine Waffe dabei hat. Aber wie ihr seht, habe ich mich geirrt. In dieser Szene seht ihr, was ich mit der trägen Schießsteuerung meinte. Komm, scheiß drauf, aufs Maul! Ach ja, Rennen geht auch nicht, dafür springt meine Heldin, die eigentlich einmal Ian Flux hätte werden sollen, recht agil durch die Luft, nachdem sie mehrfach von feindlichen Projektilen niedergestreckt wurde.
Ich halte das nicht aus und will hier weg, aber die pfiffigen Entwickler haben vorgesorgt und lassen mich nicht entkommen. Ich liebe Contra über alles, sei es auf dem Super Nintendo oder auf der PS2. Aber welcher Teufel mag Konami geritten haben, als sie die beiden PS1-Episoden von Appaloosa Interactive entwickeln ließen? Seht selbst, was geschieht, wenn man ein perfektes 2D-Spiel in die dritte Dimension verfrachtet. Serienfans erkennen zwar gelegentliche Parallelen wie diese Geschützwand hier, Steuerung, Perspektive und ein mieses Leveldesign bespucken aber das ruhmreiche Vermächtnis der Serie, dass jedem Contra-Fan die Haare zu Berge stehen, sofern er sie sich nicht schon längst ausgerissen hat. Teilweise verschwindet mein Held hinter der Statusanzeige, manchmal kriege ich vor lauter Chaos nicht einmal mit, dass ich schon wieder ein Leben verloren habe. Okay, Contra Legacy of War ist bestimmt nicht das schlechteste Spiel auf der PlayStation, aber für Fans war es ein hämisch grinsender Schlag mitten in die Fresse. Als ich damals voller Vorfreude die CD in meine PlayStation eingelegt habe und dann diesen Dreck vorgesetzt bekam, spaltete sich prompt ein Teil meiner Persönlichkeit von mir ab und kauert noch heute weinend in der Ecke meiner Kindheitserinnerungen. Ach ja. Erstmals standen 4 Charaktere zur Auswahl, vorausgesetzt man brachte genügend Geduld mit. Dem Spiel lag übrigens eine dieser grün-roten 3D-Brillen aus windigem Pappkarton bei, wie man sie heute noch von diversen ProSieben-Aktionen kennt. Kein sehr schöner Effekt, aber was soll da erst der zweite Spieler im Koop-Modus sagen? Hatte der nämlich nicht gerade ein geeignetes Gimmick aus dem Yps-Heft parat, dann sah das Ganze nämlich folgendermaßen aus. Welch grandioses Konzept! Eine Brille für 2 Spieler! Vielleicht kommt man sich so ja etwas näher. Glücklicherweise blieben wir in Deutschland von der Fortsetzung See the Contra Adventure, was für ein Titel, verschont. Die sieht zwar im ersten Level fast schon aus wie ein echtes Contra, spätere Levels sind jedoch wieder in 3D. Aber auch in 2D macht's nicht wirklich Spaß. Die Steuerung ist lahm und unpräzise. Oft ist unklar, was mich denn nun verletzen kann und was nicht, und die Zwischenbosse sind ebenfalls einfach einfallsloser, lahmer Müll für die Tonne. Eine echte Schande, wie hier eines meiner Lieblingsspiele, nämlich Contra 3 alias Super Protector, mit Füßen getreten wird. Appaloosa, ihr seid ja so erbärmlich! Ich hasse euch! Ich hasse euch! Ich hasse euch!